Wir starten in eine neue Runde IT-Wissen. Hallo liebe Zuschauer und hallo lieber Max. Hallo liebe Romana. Und wie immer versuchen wir heute, Ihre IT-Fragen nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Wenn Sie jetzt selbst Fragen haben oder einfach schon immer mal namentlich im Fernsehen genannt werden wollten, wie auch immer, dann schreiben Sie uns eine Mail an itwissen@techtime.tv. Wir starten wie immer auch erstmal mit Zuschauerfeedback. Holger Feeske hat uns geschrieben. Möchtest du das vorlesen? Jawohl, zum Thema Alu-Kabel aus einer der letzten Sendungen. Ganz so düster würde ich die Erfolgsaussichten von PowerLAN bei Alu-Kabeln nicht sehen. Alu und Oxidation ist zwar grundsätzlich richtig, allerdings wohnen wir hier nicht in feuchten Kellern. Grins. Außerdem wurden und werden in noch mit Alu-Kabeln installierten Gebäuden vorrangig Steckdosen mit Schraubklemmen verwendet, um genau dieses Problem an den Klemmstellen zu minimieren. Was natürlich richtig ist, die Leitfähigkeit ist schlechter als die von Kupfer, allerdings scheinen sich die Einflüsse bei PowerLAN einigermaßen in Grenzen zu halten. Ein Freund von mir wohnt noch in einem Haus mit diesem Altbestand an Alu-Kabelinstallation und betreibt seit Jahren erfolgreich ein System mit 3 PowerLAN-Modulen, ohne jemals Probleme gehabt zu haben. Wir konnten auch keine erkennbare Verbesserung nach Wechsel der Elektroverteilung feststellen, die inzwischen mit neuen Sicherungen modernisiert wurde. Ein Teil der alten Kabel ist aber noch in Betrieb und funktioniert inklusive der PowerLAN-Module. Soweit mal ein praktischer Erfahrungsbericht zu diesem Thema. Ansonsten finde ich eure Sendung immer sehr interessant und schaue sie recht regelmäßig. Mit freundlichen Grüßen, Holger Feeske, der Elektriker. Wir legen los mit Frage 1 von Thomas Dehn. In Windows 10 habe ich das folgende Problem. Die einzelnen Energieoptionen, Energieschemen sind aktiv und können auch umgeschalten werden. Die Teilfunktionen wie Bildschirmschoner, Monitor ausschalten arbeiten normal. Die Befehle Standby, Ruhemodus oder Herunterfahren werden bei direktem Aufruf auch ausgeführt. Nur die automatische Variante zum Energiesparmodus nach eingestellter Zeit will Windows 10 nicht anstoßen. Die 2 Optionen Energiesparmodus nach und Ruhezustand nach sind bei Windows 10 miteinander in Konflikt. Wenn Sie daher das Gerät nach einer automatischen Zeit in den Ruhezustand schicken wollen, müssten Sie bei Energiesparmodus nach bei Akku und Netzbetrieb jeweils niemals auswählen. Bei Ruhezustand nach können Sie jetzt die gewünschte Zeit setzen, beispielsweise bei Akku 30 Minuten, bei Netzbetrieb 60 Minuten. Viel Erfolg! Es war ein Hammer-Tipp, Max. Die 2. Frage kommt von Adrian Gucho. Liebes IT-Wissen-Team, seit der Umstellung auf Windows 10 habe ich folgendes Problem, an dem ich richtig verzweifle. Wenn ich Bilder oder Word-Dokumente vom PC auf meinen Samsung Galaxy S2 verschieben oder austauschen wollte, ist der Ordner leer bzw. wird der Inhalt auf dem PC nicht angezeigt. Der Inhalt des Ordners im Smartphone ist aber zu sehen. Wie kann ich das Problem beheben, sodass ich die Daten, die ich im Ordner des Smartphones sehe, in meinem Fall Bilder oder Word-Dokumente, auch auf meinem PC sehen kann? Die Smartphones kann man per USB in verschiedenen Modi verbinden. Versuchen Sie daher zunächst Folgendes. Schließen Sie das Smartphone per USB an, ziehen Sie die Benachrichtigungsleiste Ihres Smartphones herunter und tippen Sie auf die Information zur USB-Verbindung. Stellen Sie den Modus MTP oder Media Transfer Protocol ein. Dieser Modus dient zum Austausch von Dateien allgemein, während der PTP oder Picture Transfer Protocol, wie der Name schon sagt, zum Austausch von Fotos und Bildern dient. Zum Beispiel Bilder von Madonna oder von Garfield oder was auch immer man da so auf seinem Smartphone als Background einstellen möchte. Ich vermute, dass er aus Versehen bei Ihnen aktiviert wurde. Falls das Problem nicht gelöst ist damit, habe ich aber hier noch einen tollen Tipp für Sie. Die kostenlose App AirDroid erlaubt Ihnen den Austausch von Daten mit dem Smartphone per Wi-Fi. Da kann man Dateien rüberschieben oder man kann auch zum Beispiel die SMS lesen, die auf dem Smartphone angekommen sind, das Telefonbuch durchblättern und vieles mehr. Ich bin zufrieden mit der Anwendung und kann es weiterempfehlen. Die Steuerung erfolgt per Webbrowser. Wunderbar, viel Erfolg damit. Und dann gab es Post von Alvin Post.
Dieser Wortwitz sei entschuldigt, der bietet sich einfach an. Leider gibt es für meinen Tisbird F20 kein Firmware-Update mehr. Installiert ist Android 2.3.5. Besteht die Möglichkeit, dass ich dieses Gerät mit OpenELEC Kodi als Media Player nutzen könnte? Mittlerweile benötigt Kodi eine modernere Android-Version und ist damit zum Tisbird nicht mehr kompatibel. Es ist jedoch möglich, eine alte Version, damals als Kodi noch XBMC hieß, als Plugin zu installieren. Der Hersteller bietet dieses Plugin auf seiner Seite an, die eingeblendet wird, und verweist auch auf die XBMC-Seite. Eine gute Alternative zum Tisbird F20 ist übrigens der neue Raspberry Pi 3. Wir vertreiben auf dessen Basis bei Amazon beispielsweise unser Pi3G Medienkit. Die vierte Frage kommt von Bernd Augstein. In meinem Acer Aspire 7551 Modell MS2310 ist ein Sony OptiArc DVD RW AD7585H verbaut. Unter Windows 7 funktioniert das Laufwerk einwandfrei. Unter Windows 10 erscheint im Gerätemanager das DVD-Laufwerk unter andere Geräte mit einem Fragezeichen. Wie kann ich das Problem lösen? PS, tolle Tipps, die ihr da immer wieder parat habt. Ich schaue gerne eure Sendungen. Vielen Dank. Danke für dieses nette Feedback, die Vorschusslorbeeren. Hoffen wir, dass wir die Frage auch gut beantworten können. Mhm. Also, wir müssen dazu den Chipsatztreiber aktualisieren. Das ist der Geheimtipp, der nötig ist, um das zu klären. Der alte Treiber für den Standard 8C1.0 Serial ATA Controller ist nämlich fehlerhaft. Laden Sie die Chipsatztreiber von AMD herunter, entpacken Sie die in einen Ordner und klicken Sie anschließend rechts im Gerätemanager auf den Standard 8C1.0 Serial ATA Controller. Wählen Sie Treibersoftware aktualisieren und dann auf dem Computer nach Treibersoftware suchen. Nach Update der Chipsatztreiber sollte der Computer den DVD-Brenner dann wieder erkennen und dann sollten Sie ihn auch wieder benutzen können. Viel Erfolg! Ja, da mit der Umstellung auf Windows 10, gerade mit der Hardware-Unterstützung, da werden, glaube ich, noch mehrere Fragen auf uns zukommen in nächster Zeit. Eine Raspberry-Frage gibt es heute nicht, aber Max, ich bin mir sicher, du hast trotzdem irgendeinen Raspberry-Tipp für uns. Und zwar nicht nur einen Tipp, der für den Raspberry Pi sinnvoll ist, sondern auch generell für Linux, also für Ubuntu und andere Dinge. Es gibt nämlich für Windows die Freeware Disk Internals Linux Reader. Damit kann man dann auch auf Linux-Dateisysteme zugreifen. Normalerweise kann Windows ja nur sein NTFS und FAT und 32 und so weiter. Und mit diesem Freeware Disk Internals Linux Reader kann man auch auf X2, 3 und 4 zugreifen und Dateien davon dann herunterladen, anschauen und damit sogar auch Images mounten. Also das heißt, man kann dann zum Beispiel so ein Linux-Image von der Raspberry Pi Foundation runterladen und das anschauen oder auch unser Anonymous-Image und anschauen, was einfach da so drin ist an Dateien mit diesem Disk Internals Linux Reader. Wie gesagt, Freeware ist ein super Tipp von mir, benutze ich selbst. Und wenn Sie Fragen rund um den Raspberry haben, dann auch immer gerne her damit. Da haben wir den absoluten Experten hier stehen. Immer wie gewohnt an die Adresse itwissen@techtime.tv. Genau, ich würde mich wirklich sehr über Raspberry-Fragen gerade freuen. Und liebe Zuschauer, haben Sie sich schon für den Anonymybox Turbo-Modus Beta-Test angemeldet? Nein? Dann wird's jetzt aber echt Zeit. Genau, weil es sind nur noch wenige Plätze für den Anonymybox Beta-Test frei. Wie gesagt, wer zuerst kommt, surft zuerst anonym. Und die anderen müssen dann warten, bis wir aus der Beta heraus sind. Wer die Anonymybox noch nicht hat, kann auch am Test teilnehmen und sie unter https://p3g.com/beta kaufen. Der Link wird eingeblendet. Und ja, sie ist auch bei Amazon erhältlich. Wie gesagt, kein Problem. Und es lohnt sich. Das war es dann auch schon wieder mit IT-Wissen für heute. Wenn Sie selbst Fragen haben, dann immer her damit. Unsere Adresse ist itwissen@techtime.tv. Genauso freuen wir uns natürlich, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren. Und dann sehen Sie natürlich auch immer, was es für neue Sendungen bei uns gibt. Sie können uns auch bei Facebook liken und unseren Newsletter abonnieren. Und neu haben wir jetzt für Sie die Möglichkeit, auf unseren Anrufbeantworter zu sprechen. Wir werden dann Ihre Frage direkt im Studio hier veröffentlichen und beantworten. Die Nummer wird unten eingeblendet.
wir freuen uns auf Ihre Anrufe und hoffen, dass wir möglichst vielen Leuten helfen können. Und dann war es das auch schon wieder für heute, Max. Wir machen Feierabend, freuen uns auf Ihre Anrufe, auf Ihre Mails und sagen Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.